Hey Leute, was geht? Hier ist Dracul mit einem neuen Video für euch und wer ist wie immer dabei? Madivan! Madivan! Okay, gut. Wir sind auf dem Pokécenter. Also ich zumindest. Und die Bären sind nachgekommen. Ich so. Auf dem Weg nach Vertania City. Oh, noch eine Blaubeere. Oh. Dann gehen sie doch nach Vertania City, wenn sie unbedingt meinen, sie wollen dahin. Okay. So, ich sehe dich, Marie. Siehst du mich auch? Ja, ich will dir was geben. Komm an Land, sonst fällt es ins Wasser. Okay, sehr gut. Die Bären? Mhm. Lass mal rüberwachsen. Take that shit, Pokebälle. Take that shit. Oh mein Gott. Hier hast du Pokebälle. Verschwende sie nicht wieder für so ein Shiggy oder so. Nein. So. Ich muss jetzt irgendeinen schönen Platz zum Craften suchen. Also schon mal einen Pinguin hochtun. So. Ich lasse es lieber mit den Trainern. Ich habe keinen Bock, dass ich jetzt irgendwie beim Fleckmann verkacke und dann noch mein Kashi überlevel. Das wäre bescheuert. Ja. Lass es mit den Trainern, weil das ist risky. Ja, was trainieren beim Kampf? So. Yeah. Ich habe noch eine blaue Beere, Marie. Was haben wir hier? Komm halt her, Mensch, du Hurensohn. Okay. Hast du gerade Hurensohn gesagt zu dem armen Pokémon? Geht's dir noch gut? Das ist kein armes Pokémon. Das ist ein verficktes Gramox, was die ganze Zeit rumhüpft und rumfliegt und meint mich nicht ihn fangen. Mann, wo ist der jetzt? Arschloch. So, jetzt kommt mir erstmal keiner hinterher, Leute. Also, jetzt wird gecraftet. Ich drehe hier noch ein bisschen. Was machst du? Ficken. Ficken? Ja. Dein Ernst? Nein. Sau. Trainieren. So. So, 27. Geh auf Herz. Also ich kann uns, glaube ich, noch einige Pokebälle machen. Okay. 4, 8 Stück. Denke ich. Ja, aber das fickt mich. Hammer, gell? Hm. Wer? Wer fickt dich? Sie hat das Wort mit Ficken gesagt. Schwör. Dingsen. Nicht nett. Lady, Lydian. Oh, nee, doch nicht. Oh, ich muss ein Pokémon Center. Ich habe es gefickt. Yay, gedings. Dein Ernst? Ja. Lass das arme Pokémon in Ruhe. Warte, ich krieg gerade Eisenerz. So. Läuft. Ich und Madi werden nämlich bald wohin gehen in der nächsten Folge. Wo aber denn? Noch nicht zu viel verraten. Tja, werde ich dir nicht sagen, Madi. Es ist ein Geheimnis. Ein geheimes Geheimnis. Madi, hast du deine Kopfhörer drin? Ja. Sehr gut. Nicht, dass du das vergisst. So. Ah, ich crafte und crafte und crafte. Ich crafte uns Pokebälle, Madi. Also, oh über was Gott. Könnten wir so labern? Über was könnten wir so labern? Über den Livestream. Der war echt geil. Ja. Wusstest du, dass schon manche von den Gegnern Shinies haben? Einer hat einen Shiny Kramurx. Und noch irgendeiner hat einen Shiny. Weißt du, was ich jetzt sage? Du willst auch einen Shiny. Ihr seid alle scheiße. Oha, geht's dir noch gut? Ja. Weil ich einfach so die Baby. Oh, ein Shiny haben. Tja, bekommst aber keins. Und dafür habe ich im Einzelspiel habe ich einfach so ein Shiny Winona gefunden. Puh! Und es war frech. Macht mir das mal nach. Ich habe einen Shiny Arbok gefunden. Das ist auch cool. Sicher, dass es nicht wieder grün war? So wie dein Nein, Schein. Ich hab's ja. Es ist golden und ich habe nichts. Madi. Ich hab ein goldenes Arbok. So. Nee, nee, das war kein grünes. Nicht so wie goldene Quappo, grüne Quappos oder sowas.
Ja. So. Dum 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 dum. So, auf jeden Fall. Ich würde mal gerne wissen, ob jemand von euch schon Pokémon gespielt hat. Hast du schon mal ein richtiges... Ah, du hast mal so ein Shiny Sandama gefangen, ne? Als du klein warst. Also wenn du jetzt vom Gameboy-Spiel redest, ja. Es war eine goldene Edition. Ich habe noch nie ein Shiny gefangen. Noch in meinem ganzen Leben noch nie. Ja, doch, ein wie gesagt, Shiny Sandama eine goldenen und in der Rubin ein... War das Rubin? Ja, doch. Genau, Rubin ist das mit dieser komischen... mit dem roten Kopftuch da. Ein Shiny Papinella. Also diese Schmetterlingviech. Krass. Oh, mein Stuhlknarz. Ich habe keine einzige Schmetpo. Ich habe keine einzige Shiny. Ja, das war so braun. Also das, was bei Papinella so schwarz ist, also halt der Kopf und so, ist bei dem braun. Oh lol, okay. Und bei dem Shiny Sandama bin ich mir jetzt sicher, also in der goldenen Edition sah das aus wie grün mit roten Stacheln. Aber ich habe mal ein Shiny Sandama hier im Pixelmon gesehen und das war, hatte zwar rote Stacheln, aber das war, jetzt muss ich überlegen, so dunkelbraun irgendwie, weil es ja normalerweise heller. Und es war so dunkel, jetzt weiß ich nicht, ob das gar kein Grün war bei der goldenen, sondern halt eben auch dieses dunkelbraun, oder ob das jetzt bloß im Pixelmon anders ist. Aber ich glaube eher, dass ich das in dem goldenen, in der goldenen Edition anders gesehen habe. Ich meine die Grafik, ja. 8 Pixel oder so. Oh Gott, mein Stuhl knarzt. Mir wurde gerade mitgeteilt, dass sie eine dritte Obsidian Steve gezogen haben. Ich? Ja. Du hast 3 Obsidian Steve jetzt. Geil. Ey, ich habe bis jetzt keine einzige gezogen. Nicht mal eine AK Rip, Mann. Ich will unbedingt eine AK Rip. Ich fühle mich voll verarscht. Ja, ich habe jetzt ein Kriterium dafür. Ja, jetzt ernsthaft. So, 5 Unterschalen. Wir behalten mal die Eisenbarren hier. So. Boah, mein Gott, wie schwer ist es denn, ein verficktes Raupi zu treffen? Ja, geht doch. Nee, was ist... Egal. Was geht bei dir, du verficktes Raupi? Ja, das sind so scheiß kleine Raupis. Ich treffe die nicht. Ey, soll ich in der nächsten Folge einfach mal random ein Haus bauen? Ja, mach das. So unsere Base. Am besten auf dem Schiff. Oder so ein riesiges D hinmachen oder so. Oder ein riesiges A für Aqua. Ja, oh bitte, ich bin irgendwie gerade zu blöd zum Pokémon-Treffen. Ganz ehrlich, Hilfe. Ich crafte die Pokébälle nach, die du verschlammt hast. Ja, ist ja gut. Voll der Stress hier. Bin voll fleißig, Martin. Ich werde mit trainieren. Sehr gut. Quabbelfischkopf. Der Fisch. Fisch. Oh mein Gott. So, Alter, ich habe schon, glaube ich, den dritten Stein haben wir jetzt. Hab schon 2 Stück kaputt gemacht. Bin ja hart am Arbeiten, ey. Richtig wirklich? Übel, ey. Ja, im Gegensatz zu dir, du chillst ja hier anscheinend. Ja, natürlich, ja, ich mach gar nichts. Also ich hab ein Shiny Glurak gecheatet. Bekommen. Ja, du kannst aber auch ein Schulmodul holen. Ich glaube, das mache ich auch. Ich will ein Shiny Tonopto haben und ein Shiny Viecher, Molona im Pokémon. Die Viecher kannst du aber nicht, soweit ich weiß, im Online einsetzen, also gegen andere Spieler. Bin mir aber nicht ganz sicher. Muss mal fragen, ob das jemand auskennt. Wir haben doch da diesen Dominik, der sich so gut auskennt. Mit Pokémon. Jesus, so. Ja, wenn ich jetzt von den geschenkten Pokémon ausgehe, habe ich noch ein Shiny Mew, ein Shiny Arceus. Was war das andere Viech? Ja, die hast du dir beim Pokémon Day geholt, ne? Nee, die habe ich geschenkt bekommen von dem einen, der ein Schummelmodul hat. Von wem? Kapador. Komm her. Unwichtig. Okay. Ja, noch irgendein. Ah ja, Ho habe ich noch. Und Lugia habe ich noch ein Shiny. Alter Schwede.
Ja. Übertreibt. Ja, du musst halt in den älteren Versionen, glaube ich, cheaten. Mantax. Ah, ich glaube nicht, dass ich das bekomme. Versuchst du zu gammeln. 15. Oh, nein, wieso? Komm her. Goldin. Aber ich will nicht so zu gierig sein, weil sonst kriege ich es nicht und dann habe ich alles verschwendet. Ich höre schon ziemlich ungeil. So. Nicht so wie bei dir. Fünf Folgen später, du hast Pokébälle verschwendet. Ja. Ja, Madi. Ja, ist ja gut. Das Problem ist, ich muss die mit dir teilen. Ja, dann hau ich jetzt drauf. Oh, Kabador Level 16. Oh, es hat ja, knapp überlebt. Soll ich es holen? Ja. Chirarock. So. Wenn es da nicht reingeht, raste ich aus. Es hat einen roten Bereich, weißt du? Das geht bestimmt nicht rein. Alter, bitte warten schon, wenn wir zu backen gehen, voll schnell. Ja, er ist gewonnen! Ich habe ein fucking Carpador! Ich habe ein Carpador! Lalalala. So. Nee, tschüss. Hab das, wie ich getötet, ist nicht nebenbei gegangen. Hab 3 Stück verspendet. Ja. Richtiges Arschvieh, ey. Boha. Was, Boha? Nichts. Maddi, im Brüsten ein Landhorn fangen. Das wäre sowas von overpowered, wenn wir das hätten. Oh ja. Aber ich weiß nicht, wo man das herbekommt bei Pixelmon. Müssen wir mal irgendwann nachgucken. Das ist... Sag jetzt nicht bei diesen Wassertempeln. Ja. Also warum gibt's... so in der Nähe und die Tiefe. Ja, wie willst du da hinkommen ohne Tauchtrank? Tja. Kannst du vergessen. Unsere alte Carpador-Höhle. Die Tempel an sich siehst du ja so ein bisschen. Ja, aber hier gibt's, glaube ich, keine Tempel. Und den Rest musst du halt dann blind suchen. Also, wie gesagt, ich habe das ja vorher mit diesen Tränken nicht gewusst. Ich war ja zwar im... Also, im einzelnen Modus spiele ich immer im Creative. Aber ich habe das vorher nicht gewusst mit diesen Tränken. Und da habe ich dann auch die halt so durchsucht. Und habe das Ding zufällig gefunden. Und das ist da eben da unten am Boden dann so rumgekrochen. Ich muss ein anderes Pokémon nehmen. Oh, okay. Ja, na, ich glaube nicht, dass ich das man da so in der Nähe von Tempeln sieht man einigermaßen was, weil die halt so eben wegen heller erscheinen. Yeah. Koppelfischkopf. Koppelfisch. So. Koppelfischkopf. So, Angriff. Goldin. Gib ihm Blubstrahl. Gib ihm Blubstrahl, Mann. Nein. Wann entwickelt sich so ein Krebskopf nochmal? Goldin. Ich glaube 30. Dein Ernst? Goldin. Ich dachte mal 37, aber Ragana. So spät entwickelt sich das nicht. Ragana. Geil. Goldin. Willst du mich verarschen, ey? Ich hab so einen Quabbelfischkopf. Ja, ich bin mir sicher, das ist 30, aber ich mir die ganze Zeit gedacht habe, das entwickelt sich ja 37. Goldin. Und immer, wenn ich nachgeschaut habe, habe ich gesehen, ach nee, doch weniger. Also ich glaube, es war 30. Aber ich habe hier gerade eins. Ich habe einen Krebskopf Level 28. Ja. Koppelfisch. Da muss es, also Fleckmon ist ja das, was sich so spät entwickelt. Goldin. Ja, aber da muss es overpowered. Das ist allerdings. Zu geil. Da ist ein Krabi, was ich nicht sehen kann. Nice. Das ist immer voll. So, das ist ein Carpador. Das hat mich immer in dem Einzelmodus angekreuzt, dass so manche Pokémon, das sie dann so verbacken, die du die nicht siehst. 5, das kann ich mir holen. So, Kann ich hab so voll das geile Arcani, das ist so riesig. Das ist so riesig und da konnte ich das immer nicht sehen. Weil die Scheiße verpackt ist. Weil ich immer ein unsichtbares Arcani, wo der Name irgendwo weiter oben so rumgeschwebt ist, weil es ja so groß ist, denke mir so, ich will das angucken. Aber jetzt geht's langsam. Aber ab und zu ist backen die immer noch weg. Das ist nervvoll. Okay, mach mal risky. Magikarp. Yay, ich habe 9 Fische, Maddy. Magikarp. Oh mein Gott. Aber ich trau mich jetzt, ich glaube, ich trau mich da jetzt nicht mehr ran. Ich hab so viele Taubsis gegeben, bis die Hühnchen haben.
Ich traue mich da jetzt, glaube ich, nicht mehr ran. Sonst überlevel ich. Ich bin fast über den Level. Also ich bin fast 31. Eieiei. So. Das ist nicht so, wir müssen jetzt gleich jetzt ausloggen hier. Lass mal gucken. So, lass mich noch mal Floß craften. Zum Pokémon Center werde ich es nicht schaffen, aber für die nächste Folge, um zurückzukehren, um meine Pokémon zu heilen. Nein. So. Komm, Fischkopf, komm, Fisch. Das ist so, als wie das Kapotor auf dem trockenen Licht. Oh, scheiße. Oh, komm schon, verficktes Raupi. Da. Yay, ich glaube, ich habe ein Shiny Carpador. Wie, das ist ein Shiny Carpador? Das ist ein Shiny Carpador, ich kämpfe gerade dagegen. Oh, ich kann das nicht fangen, das ist Level 40, scheiße. Magikarp. Pfund. Ey, Madi. Das ist so gold, das ist so golden, ne? Nein. Warum golden? Das ist grün. Und Marisa, wie oft denn noch? Das sind die Boss-Pokémon. Die kann man nicht... Das Shiny Carpador ist gold. Die grünen Pokémon sind Dein die Ernst? Boss... Ja! Fuck, ich hab's dir jetzt schon mehrmals gesagt. Die grünen Pokémon sind die Boss-Pokémon. Warte mal, das ist, ey, das ist Level 40 und das kämpft nicht. Ja, ich mach das kalt jetzt, ich überlevel. Die kannst du nicht auch, die kannst du auch gar nicht fangen. Shit. Ich hab's im Einzelspieler mal versucht. Das funktioniert nicht. Da steht Warte, ey, ich glaube, ich bin... Ich hab... Kannst hier du flüchten? Du hast ein das weiß ich nicht. Nein, geht nicht. Du hast einen Pokekampfstand da. Du hast einen Boss-Carpador geschlagen. Ich habe Blitz bekommen. Oder Turboball oder Premierball. Was soll ich nehmen? Musst dich entscheiden. Kannst du nicht alles nehmen. Okay. Ach so, nö. Er hat alles genommen. Ey, er hat alles genommen. Mein Viech ist auch Level 30. Was für ein Glück. Auf jeden Fall, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Also, Leute, ciao. Tschüss. Und merkst du für das nächste Mal endlich.